Dankeschön. Ja, ich bin der Stefan Kröll. Ich komme aus Bayern und war zunächst in der falschen Veranstaltung. Tatsächlich war, also ich habe vorher im Backstage gesagt, ja, ich sitze mich schon mal hinten rein, weil ich der Letzte bin und dann schaue ich mir die Leute an und schaue mir die Kollegen an. Und dann bin ich aber oben gesessen und da ist halt Poetry Slam. Und dann hocke ich da und dann wird die ganze Halle voll da mit jungen Leuten und ich denke, boah, da gehen die jungen Leute wirklich ins Kabarett und Mixture und so. Und dann habe ich angefangen, meinen Text umzustellen. Gell? Und man denkt, ja, da muss ich was anderes sagen heute. Ich kenne mich gar nicht aus. Und dann geht einer auf die Bühne, ja, hallo, heute ist, warte, wer war schon mal beim Slam? Und ich habe mir gedacht, boah, von Slam, wo haben wir die da hingeschickt? Und jeder hat 7 Minuten. Was, 7 Minuten? Ich habe 20 Minuten. Und dann, ach, die haben gewiss noch einen zweiten Raum. Und dann bin ich erst da runtergegangen. Jetzt muss ich den Text wieder umstellen, aber egal. Ja, ich komme aus der Region Rosenheim, bin 26 Jahre alt. Und zweimal schon, ja, genau. Da habe ich eigentlich gehört, wie sich meine Kinder mit den Nachbarskindern unterhalten haben. Sagen meine Kinder, unser Papa ist jetzt schon über 50 Jahre alt, aber geistig ist er einfach noch voll da. Dafür mache ich jetzt in der Adventszeit, das ist ein kleiner Tipp von mir, gleich am Anfang das Wertvollste, den lebendigen Adventskalender. Das ist eine super Geschichte. Er funktioniert jedes Mal 24 Mal hintereinander, der lebendige Adventskalender. Aber wenn ich im Keller unten die WLAN-Box ausstecke, dann gehen oben im ersten Stock 2 Türchen auf. Da kommt der Mandel und der Weiberl raus und sagen, was soll denn der Scheiß? Und dann geht es wieder rein. 24 Mal, müssen wir mal probieren. Eine super Schau, ja. Ich bin ja sicher, dass wir dialektmäßig nicht so weit auseinander liegen. Also mit Bayern und Salzburger Land da, finde ich super. Kennt ihr zufällig das Wort Wachs? Scharfkantig oder spitz, wenn man barfuß über Sterne drüber geht? Weil ihr kennt das, ich habe im Salzburger Land schon gespielt und da haben sie es erkannt. Das waren die schönsten bayerischen Wörter, Wachs. Also scharfkantig oder spitz ist tatsächlich ein germanisches Wort. Und es ist nur noch in ein paar Dialektregionen hängen geblieben. Und das heißt eben, wenn bei uns die Kinder rausgehen und ist eben so scharfkantiges Stein, dann sagen sie, ah, ich hole mir Schuhe, da ist mir zu Wachs. Oder im übertragenen Sinn, jetzt wird es brenzlig, jetzt wird es Wachs, sagen wir im Bayerischen. Vorsicht, jetzt wird es Wachs. Angenommen, du bist bei den Taliban zum Geburtstag eingeladen. Der Stammesführer wird 190. Zumindest schaut er so aus. Tatsächlich hat er einen 30er. Die Party läuft ganz normal. In der Zwischenzeit hat er jeder Taliban mit der Kalaschnikow seinen Namen in die Decken eingeschossen. Und irgendwann gehst du zum grimmigsten aller Taliban-Kämpfer und sagst, entschuldigen Sie, Herr Taliban, jetzt müsst ihr mal aufs Klo. Wo ist denn bei euch die Gender-Toilette für die Diversen? Dann wär's Wachs. Ich bin halt im Zug da, ÖBB. Nein, ich bin nur mit dem bayerischen Regionalzug gefahren, aber der hat dieselbe Qualität. Bin gerade noch rechtzeitig angekommen. Und früher bin ich mit so einem Spritschlucker gefahren, mit so einem fetten Pickup-Truck. Kennst du die? Die Autos, die auf 100 Kilometer 19 Liter brauchen. Meiner hat auf 19 Kilometer 100 Liter braucht. Mit dem Auto war ich so ein Umweltschwein, dass ich zum Ausgleich bei der letzten Landtagswahl die Grünen gewählt habe. Da kannst du schon ein paar Jahre fahren. Entschuldige mal, weißt du, die Grünen, kannst du ein paar Jahre gehen, so ein Auto schon noch. Wenn der grüne Wahlzettel im Kästchen klingt, der SUV aus dem Fegfeuer springt. Als ich von der bald meine Kinder zum Wählen gehe, dann können wir eine schöne Kreuzfahrt machen. Gell? Dann Hurtigruten kommen auf, fahren ins Polarmeer und direkt mit dem Kreuzfahrtschiff vor dem Eisberg halten und bei laufender Turbine zuschauen, wie er schmilzt. Interaktiv. Gell. Und ich habe nicht nur die Grünen gewählt, um dieses Auto zu kompensieren, ich habe sogar noch einen Baum gepflanzt. Gut, ich habe den alten Christbaum hinterm Haus in den Komposthaufen reingesteckt. Gell. Der wächst für nimmer gescheit an. Der wächst nicht mehr gescheit an. Liebe Männer, wie geht's euch? Jetzt ist die Zeit knapp. Jetzt muss man schon bald den richtigen Christbaum haben daheim. Und ich gebe pünktlich am 23. in das weihnachtliche Bauzaungehege am Aldi-Parkplatz.
Schrägregen, 21 Grad, es ist Weihnachten. Und dann denke ich mir beim letzten Mal, Wahnsinn, um die Uhrzeit kriege ich noch so einen gleichmäßigen Baum. Unglaublich, da, total gleichmäßig. Dann gehe ich um den Baum so rüber und der Verkäufer traten so mit. Und das ist der Grund, warum der Baum daheim seltsam große Lücken hat. Und meine Frau sagt, was ist denn da los? Da fällt der ganze Eck. Jedes Jahr bringst du nur einen Kreisligern an heim. Der Spruch hat sich bei meiner Frau eingeprägt, wie sie mir zum ersten Mal ihre Eltern vorgestellt hat. Jedes Jahr bringst du einen Kreisligern heim. Und dann projiziert sie das in den Baum ein. Das ist eine Verdrängungsgeschichte. Aber wir müssen Dinge anders machen. Leute, wir müssen Dinge verändern. Damit die Welt so einigermaßen bleiben kann, wie sie ist, müssen wir Dinge verändern. Wir müssen weniger mit dem Auto fahren. Ich weiß, wovon ich sprich. Ich komme aus einem kleinen Bauerndorf. Wir haben 87 Einwohner. Wir fahren immer alles mit dem Auto. Wir können gar nicht gescheit Radl fahren. Ab 12 Jahren fährt bei uns ja jeder alles mit dem Auto. Bei uns im Ort kann man nichts kaufen. Seit sie uns den Zigarettenautomaten weggebaut haben, kann man gar nichts mehr kaufen. Ich rach zwar nicht, aber ab und zu bin ich hingegangen, aus der Region, für die Region. Und den haben sie uns jetzt weggebaut. Jetzt kann man gar nichts mehr kaufen. Wenn bei uns eine Versammlung ist, dann haben 40 Leute in der Versammlung, stehen aber draußen 60 Autos. Da fahren manche Leute mit dem Auto hin, gehen zu Fuß wieder zurück, holen das zweite Auto und fahren nochmal hin. Heute bin ich wieder mit zwei Autos da. Heute darf ich überhaupt nichts drin gehen. Und ich habe mir gedacht, ich muss doch mal was anderes machen. Ich bin doch der, der so gescheit daherredet auf den Bühnen. Ich fahre mal mit dem Radl zum Semmeln holen. Ein revolutionärer Vorgang. Hat noch nie jemand gemacht. Ich war direkt nervös, von aus beim Hof. Es war ein Nachhaltigkeitsprojekt. Ich habe noch mein altes Radl, ein altes Bonanza-Radl gehabt. Kennst du das noch? Bonanza-Radl, Schaltung in der Mitte, Rückenlehne. Wunderbar. Und eine alte Manchester-Hosen habe ich auch gehabt. Den Begriff kennt man bei euch jetzt weniger. Manchester-Hosen ist eine Korthose. Und dieser Kordstoff ist in die 50er, 60er Jahre überwiegend in der englischen Stadt Manchester gefertigt worden. Und dann hat man bei uns den Begriff herbaiovarisiert. Eine schöne Manchesterhosen habe ich mir gekauft, eine ganz schöne Manchesterhosen. So eine Korthosen, die ist recht praktisch. Die brauchst du nicht so oft waschen. So eine Korthosen, die brauchst du nicht so oft waschen. Wir lassen uns erst einmal waschen, wenn die Rillen ganz bündig voll sind. Und weil nachhaltig hat uns... war das noch eine Hose, die mir meine Mutter noch unten ausgelassen hat. Ein Begriff, der die jungen Leute völlig fremd ist. Eine Hosen unten ausgelassen. Die jungen Leute verwenden den Begriff bei uns, aber nur, wenn sie sich was kaufen. Du, der hat sich ein Handy ausgelassen, der andere hat sich ein Auto ausgelassen. Aber Hosen unten ausgelassen. Wenn du als Jugendlicher die Beinlänge der Hose deutlich überschritten hast, dann hast du zur Mama gesagt, kannst du mir bitte die Hosen unten ausgelassen? Am Pausenhof haben sie mich schon gefragt, ob wir Hochwasser haben. Und dann hat der Mama die Hosen ausgelassen. Und dieser kleine, fiese Ausgelassstreifen war meistens deutlich dunkler als der Rest der Hose. Was am Pausenhof wieder für erhebliche Heiterkeit gesorgt hat. Und wenn das von der Länge her noch nicht gelangt hat, dann hat die Mama eine geblumte Bartnummer gnad. Sowas nennt man halt Psychoterror. Schick heute mal einen Jugendlichen in die Schule mit einer Hose, die du ausgelassen hast, und dann noch einen geblumten Streifnummer. Der geht nicht in die Schule, der bleibt in der Hecken hocken. Ich fahre aus mit dem Radl. Ich habe die Manchester-Hosen und Bonanza-Radl. Ich bin barfuß in die Klapperl drin. Kennst du Klapperl? Ein wunderbarer Ausspruch im Alpenländischen. Klapperl sind Ledersandalen. So eine, wie die Grünen früher im Bundestag auch gehabt haben. Als die Grünen früher bei uns in Bonn in den Bundestag eingezogen sind, haben sie alle kollektiv Klapperl auch gehabt. Heute tragen die Grünen ja Ledersandalen von Gucci. Aber Fair Trade, aus nachhaltigem Klapperlanbau. Wenn du im Sommer bei 35 Grad barfuß in deine Klapperl gehst und zwischen deinem mit Hornhaut belegtem Senkspreizfuß und dem ausgelatschten Fußbett bildet sich so ein fieser Film, eine mit Bakterien durchdrängte Schmierschicht, auf der du bei jeder Richtungsänderung so ausrutscht. Du birgst noch links ab, aber der Schuh geht noch geradeaus. Dann ist das ein echter Klapperl. Und ich fahre raus mit dem Radl und ich spüre sofort die Blicke aus den Küchenfenstern. Sie treffen mich hinten im Knack. Da fährt einer mit dem Radl raus, was ist denn da los? Der Nachbar schaut mir seit 50 Meter zu. Gröll, haben Sie das Auto gestohlen, hä? Nein, weißt du, CO2 und so weiter. Waltraud, geh mir raus, sagen Gröll, haben Sie einen Führerschein genommen. Waltraud kommt raus. Ich habe es ja gleich gesagt, die Kabarettisten, die saufen ja alle, schauen wir die da. Seitdem fahre ich wieder mit dem Auto.
Aber es ist wunderbar im bayerischen Dialekt. Ich kann sogar Hochdeutsch reden. Ich könnte es sogar. Ich war neulich einmal bei so einer freien Trauung. Da haben sie mich gefragt, ob ich den Trauredner machen darf. Und ich habe gemeint, das ist so vier Hochzeiten und ein Todesfall. Gell? So die Rede des Best Man. Dann sage ich, ja logisch, mache ich das. Aber ich habe die ganze Zeremonie machen müssen, so mit Ja-Wort und so weiter. Und dann musste ich Hochdeutsch reden, weil die ganze Verwandtschaft aus dem Ruhrgebiet, aus Gelsenkirchen war. Gell? Jetzt habe ich im Bayerisch kannt es, aber in Hochdeutsch habe ich üben müssen. Ich habe bei den Nachrichten viel besser aufgepasst. Gell? Ich habe dann total angefangen, in der ersten Vergangenheit zu denken und zu reden. Ich sah das Feuer der Liebe und so weiter. Gell? Nicht habe ich gesehen und so. Gell? Und dann habe ich echt bei der Trauung habe ich mein bestes Hochdeutsch ausgepackt. Und die Leute, die von mir dabei waren, die drei, vier, die Nachbarn, haben gesagt, wir kennen dich nicht mehr. Du redest ja komplett anders. Und ich war stolz, ich rede Hochdeutsch, aber ganz fein. Und das R ganz wenig betont und so weiter. Und Präteritum natürlich, erste Vergangenheit. Und ich hab mich so stolz gefühlt. Und mein Nichte hat gesagt, ich kenne den Onkel nicht mehr, der redet komplett Hochdeutsch. Und dann kommt irgendwann der Onkel Kali daher, aus Gelsenkirchen. Der Onkel Kali, sagt er zu mir, haben Sie toll gemacht mit Ihrer Rede? Haben Sie toll gemacht mit der Brautrede hier? Tolle Rede. Und ich habe endlich mal so ein richtig schönes Bayerisch wieder gehört. Aber den spinnt der oder was? Naja, egal. Jetzt bin ich da hergefahren mit dem Bus. Bei uns heißt der Omnibus, bei euch heißt der bloß O-Bus. Wir kennen Globus, hier gibt es einen O-Bus. Und dann fahre ich an so einer Werbung vorbei und da gibt es bei euch auch diese Partnervermittlung Parship. Kennst du die? Alle 11 Minuten verliebt sich ein Single über Parship. Und da waren so schöne Menschen drauf. So tolle, tolle Frau, toller Mann. Da denke ich mir, die zwei brauchen doch keine Agentur. Die verkaufe ich euch auch. Du, zwei so tolle Menschen, du. Da ist nie irgendwie so ein Kreisliger mal drauf, so ein Schircher, weißt du? Wenn sie mal auf dem Parship-Plakat einmal einen drauf, der andere, weißt du, mit fettigen Haaren und so dicker, der schwitzt, so. Dann denke ich mir, den, wenn es weiterbringt, tolle Agentur. Gell? Wenn da drunter steht, verkauft. Aber so, die Leute, alle 11 Minuten verliebt sich ein Single über Parship. Was haben wir Arbeit gehabt, bis wir mal eine Freundin gehabt haben? Was haben wir Sonntag für Sonntag mit dem Moped ausgefahren? Jetzt fahren wir zu derer. Ah, ist da auch nichts mehr. Fahren wir zu derer. Einige fahren heute noch. Was war das Arbeit, bis da endlich einmal eine hinten drauf gesessen ist auf dem Moped? Und heute ist das so einfach. Alle 11 Minuten verliebt sich ein Single. Entschuldige mal, du gehst auf die Webseiten, wartest 11 Minuten, verliebt. Das ist einfach, oder? Triff ich neulich einen alten Schulspäz, ich habe lange nicht mehr gesehen, einen Pauli. Sagt er, ja, er ist jetzt auch über Parship in den Hafen der Ehe eingelaufen, aber er hat ein Kriegsschiff erwischt. Das haben sie ihm bei Parship nicht gesagt, dass sie sowas auch im Programm haben. Sie sagt, das ist so grantig. Also, er sagt, das ist so grantig, das kannst du dir nicht vorstellen. Die werden nicht einmal krank. Zu der gehen nicht einmal Viren hin, so krank ist die. So besser ist die. Wahnsinn. Was sagt sie? Deine eigene Meinung, die habe ich noch. Ja, weißt du. Weißt du, was der muss? Die haben daheim ein Klo, ganz normaler Klo. Und daneben an der Wand, wie da im Herrenklo, so ein Pissoir. Und selbst da, an das Pissoir, da muss er sie noch hinsitzen. Da habe ich noch mal erwischt, das schaut sehr fies aus. Und der BWL-Student aus Ludwigshafen trifft zum ersten Mal seine Internetfreundin aus der Oberpfalz. Er, Waldorfschüler, Romantiker, sehr sensibel. Sie nicht. Er will auf seine Weise sagen, wie unendlich verliebt er in das Mädchen mit den großen Händen ist und sagt, ich habe Schmetterlinge im Bauch. Und sie, warum frisst denn alles? Ich habe früher auch mal eine sehr robuste Freundin gehabt. Gell? Das war das einzige Mal, dass ich nach dem Liebesakt Angst gehabt habe, dass ich vom Weibchen zusammengefressen werde. Und nicht mehr. An der Hose hat es mich schon gehabt. Gibt ja bei uns interessante Gegenden. Ich spiele ja in sämtlichen Regionen, da in Schwaben zum Beispiel. Mag ich gern. Schwaben sind ja sehr sparsam. Nicht geizig, sparsam sind sie. Wenn du in Schwaben Kabarett spielst, dann ist es die ersten 30 Minuten immer ziemlich leise. Weil in der ersten halben Stunde überlegt der Schwabe nur, ob das die 20 Euro Eintritt wirklich wert sind. Da reiten der Eintritt noch. Und dann überlegt er noch kurz, was im Fernsehen kommt und dann ist er dabei. Ja. Ich war in Niederbayern, ich spiele sehr gern Niederbayern, im Bayerischen Wald.
Nette Leute. Ne? Im Lallinger Winkel habe ich gespielt. Toll. Lalling, Ranzing bei Lalling hat es geheißen. Ranzing bei Lalling. Und das war echt interessant. Da habe ich dann mit den Leuten geredet und haben uns gut unterhalten. Dann sagen sie, sie haben so ein Problem mit den Wildunfällen. Da werden so viele Rehe zusammengefahren. Im Lallinger Winkel ist bekannt, da werden jedes Jahr mit dem Auto so viele Rehe zusammengefahren, so viele Wildunfälle mit dem Auto. Da muss ein Fahrschüler bei der Prüfung ein Reh ausnehmen können. Der kriegt am Schluss vom Prüfer einen Führerschein, Prüfung bestanden, Weidmannsheil. Wahnsinn. Und dann habe ich da gespielt und dann habe ich eine Geschichte erzählt und die war ganz eine herzzerreißende Geschichte. Und ganz zart habe ich es erzählt, als ob dich ein Schmetterling küsst und ganz zart. Und dann haben wir die Lallingerinnen und wahrscheinlich auch die Ranzingerinnen, haben wir aus dem Publikum weiße Rosen auf die Bühne geschmissen. Mhm. Und ich sage, hey, der hat es zumindest aus der Vasen außer. Das macht für so viel aus, wenn sie eine Blume raufschmeißen und hängt hinten nur ein Vasen dran. Wahnsinn. Aber ich habe nicht sagen können, du musst nett sein. Du musst auch, gerade zu den weiblichen Fans, da muss man, weißt, hat mir Spezi auch gesagt, sei nett zu deiner Frau. Sei nett zu deiner Frau, kauf ihr was Schönes. Happy wife, happy life. Denkt er sich. Und kauft seiner Frau für das Badezimmer eine Waage. Oh. Diese Aktion führt in jeder Beziehung zu einem dauerhaften Bruch. Es ist ein Korridor ohne Notausgang. Happy wife, happy life. Freunde von uns, die haben auch im Boot eine neue Waage. Boatwalk. Gibt's ja ein Lied. Under the boatwalk. Down by the sea. Hey, ich find ja die Boatwalk. Die das gleich um mich schlag. Hey, hey, hey. Und also die Frau zum ersten Mal auf die neue Waage aufgestellt. Sie stellt sich zum ersten Mal auf die neue Waage. Oh. Und sagt, ich bin einfach zu klar. Und hat sie entdeckt, man kann an die Einstellungen von dieser Waage kann man ein bisschen rumtippen. Da kann man vorher ein paar Kilo wegtippen, dann geht's ja später bei null los. Schaut da gleich viel besser aus. Und das hat sie heimlich gemacht. Und jetzt freut sie sich jeden Tag über ihre 55 Kilo. Und der Mann wundert sich, warum er bloß noch 230 hat. Bist du fassungslos, oder? Sei nett zu deiner Frau. Deine Frau geht zur Hochzeit ihrer besten Freundin. Sie zieht sie auch in der Früh. Sie zieht sie wieder um. Jetzt zieht sie sich nur einmal um. Die Zeit wird knapp, sie wird leicht hektisch. Jetzt zieht sie sich nur einmal um, jetzt hast du das erste Gewand wieder an. Jetzt passt's. Sie hechtet zur Haustür und kurz bevor sie hinausgeht, sagst du zu ihr, du ziehst aber schon noch was anderes an, oder? Und den Blick, den sie dir dann entgegenwirft, den musst du fotografieren. Weil mit dem Foto kannst du an Silvester böse Geister vertreiben. Jetzt habe ich auch schon mal mitgekriegt, dass ich der in Deutschland am besten versichertste Bürger überhaupt bin. Da bin ich auf dem Jahresbericht vom Bund Deutscher Versicherer, bin ich vorn drauf. Ich habe nachweislich jede Versicherung, die mir jemals angeboten worden ist, abgeschlossen. Ich habe gemeint, das gehört so. Und dadurch habe ich eine Todesfallsumme. Ich habe eine Versicherungstodesfallsumme. Meine Frau weiß das zum Glück gar nicht. Aber wenn mir was passiert, dann kann sich meine Frau anschließend die Allianz Arena kaufen. Ich habe eine Krankenversicherung. Wenn ich ins Krankenhaus muss, ich bin so toll versichert, wenn ich ins Krankenhaus muss, dann habe ich ein Einzelzimmer beim Chefarzt daheim in seinem Haus. Da hocke ich auf der Couch und in der Früh nimmt er mich in die Arbeit mit. So bin ich versichert. Da haben wir so eine WhatsApp-Gruppe und dann schreibe ich, Herr Professor, heute bleibe ich ein bisschen länger liegen. Gell? Dann kommt der Chef später in die Arbeit. Top. Aber er mag das jetzt nicht mehr. Er sagt, na, mit dem Handy und so, da werden wir abgekehrt und das findet er schwierig. Und jetzt habe ich ihm das nicht geklappt, aber ich bin tatsächlich draufgekommen, ich werde selber abgehört mit dem Handy. Lass ich mein Handy auf dem Küchentisch, gell? Neulich. Kommt meine Frau einer und macht mir irgendeinen Vorwurf. Völlig haltlos. Gell? Und haben wir heftig diskutiert. Dann haben wir lauter geredet und dann haben wir richtig gestritten. Aber 5 Minuten, volle Pulle. Irgendwann sieht aus, tut zur Kaut weg. Dann nehme ich das Handy, lies auf dem Display, Herr Kröll, das wäre doch was für Sie. Attraktive Girls in Ihrer Nachbarschaft. Da habe ich einen Nachbarn gefragt, einen Manni, ob er Besuch gekriegt hat von irgendwelchen Girls. Na, und dann bin ich draufgekommen, dass er auch überwacht wird, mein Nachbar. Der wird überwacht von seiner Frau. Weil er ist Außendienstler, er ist in ganz Deutschland unterwegs, er verkauft biologische Gartenmöbel.
Schon mal gehört, biologische Gartenmöbel hast du das ganze Jahr draußen und im Herbst kannst du es zusammenfressen dann. Ja. Super Erfindung. Du kannst echt mit Maus auf Vanille-Couch, also echt super Ding da. Und da ist er in ganz Deutschland unterwegs. Und sie hat den Verdacht, dass er irgendwo eine Freundin hat. Und jetzt wollten sie überwachen. Jetzt hat er ihm die, hat sie haben sie heimlich also einen UPS-Paketaufkleber, hat die ihm heimlich hinten einen Arsch aufgeklebt und wollte übers Internet über die Paketverfolgung schauen, wo der gerade ist. Die schlimmste Überwachung, ich muss ja erzählen, ist aber bei meinem Cousin gewesen. Mein Cousin ist Jäger. Und die haben mit einer Lebendfalle haben die ein Wildschwein gefangen, der kleine Wildsau. Und das war Sensation, dass man lebend der Wildschwein fängt und so. Und die Idee war, man startet diese Wildsau mit einem Sender aus, Sender ins Ohr rein und lässt wieder laufen. Dann kann man das Bewegungsprofil dieser Rotte vielleicht nachvollziehen. Und jetzt ist mein Cousin, der Jäger, zum Landwirtschaftsamt gefahren und hat so einen kleinen Sender geholt. Und den wollten sie dann der Wildsau am Wochenende in das Ohr klipsen. Jetzt hat sie die Sau aber so aufgeführt, dass das nicht gegangen ist. Jetzt hat mein Cousin den Sender in die Taschen reingeschoben. Das Landwirtschaftsamt war aber schon auf Empfang. Die haben das alles gar nicht mitgekriegt, dass das nicht funktioniert hat. Jetzt geht das Wochenende vorbei, jetzt wäre es Montag. Jetzt ruft das Landwirtschaftsamt beim Jäger an und sagt, du Walter, wir haben jetzt gerade das Bewegungsprofil kontrolliert. Frage jetzt bitte nicht warum, aber wir haben den Verdacht, dass die Wildsau gestern auf Nacht in Rosenheim im Puff war. Da sagt er, da hätten wir uns ja treffen müssen. Eine Geschichte noch zum Abschluss jetzt von meinem Ding. Ich bin ja nicht nur Kabarettist, sondern ich habe andere Fähigkeiten mir angeeignet, um besonders heute in Salzburg da zu brillieren. Ich bin jetzt Stimmenimitator. Ich kann Stimmen imitieren. Genau gesagt, kann ich bloß einen. Aber die möchte ich jetzt zum ersten Mal in Österreich, zum ersten Mal in Salzburg präsentieren. Bei uns kennen sie schon ein bisschen, aber einen kann ich noch machen. Jetzt bin ich gespannt. Der geht so. Hey, wer hat denn da die Paletten hingestellt? Das ist der Lagerist vom Obi in Rosenheim. Dankeschön, das war's von mir. Vielen Dank.